Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ganz speziellen DM-Haul für dich und zwar ist es ein DM-Nachhaltigkeits-Haul. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wenn man bei DM reinkommt, haben die diese großen Werbetafeln, wo ganz viel von Nachhaltigkeit steht. Wenn man auf die Homepage geht, dann sind die ersten zwei, drei Viecher auch irgendwas mit nachhaltig hier, Öko da, Bio, Tüdelü. Und da habe ich mich so ein bisschen von inspirieren lassen, denn ich habe mir gedacht, okay Leute, wenn ihr wirklich so nachhaltig seid, dann zeigt mir, was ihr da in dem Sinne in eurem Sortiment habt. Natürlich ist es so, dass die dann auch teilweise Sachen bei sich im Sortiment haben, die jetzt nicht unbedingt nachhaltig sind, ne? Und durch die Anregung der Kaufkraft ist es vielleicht auch alles nicht nachhaltig und ich bin auch überhaupt kein nachhaltiger Bio-Öko-Mensch, bin ich nicht. Aber ich habe mich davon inspirieren lassen und möchte einfach mal schauen, was die da so haben und inwiefern das für mich auch funktioniert. Ich habe ein paar ziemlich witzige Sachen mit dabei, muss ich wirklich sagen. Ich habe ein paar ziemlich coole Sachen mit dabei und ein paar Sachen, die wirklich so ein bisschen future-mäßig rüberkommen, so aus der Zukunft. Kann ich mir noch nicht vorstellen, dass das funktioniert. Okay, ich fange einfach mal an mit etwas, was ich irgendwie gefühlt in meinen letzten 3DM-Hauls auch gezeigt habe. Ja, okay, cool. Wir brauchten es noch nicht unbedingt, aber wir werden es wieder brauchen, weil es braucht sich halt auf, Leute. Das ist dieses Toilettenpapier von Shea. Ich finde es total großartig und da es einfach ein Verbrauchsartikel bei uns ist, ist es jetzt natürlich auch mit in meinem Einkaufskorb gelandet. Ne? Das ist dieses Toilettenpapier mit 100% Popovisität. Popovisität, genau. Jo, für jeden Hintern 100% Recyclingpapier. Das ist für mich definitiv etwas Nachhaltiges. Dann eine Rolle spendet einen Tag Toilettennutzung. Ne? Auch das ist für mich eine Geschichte, die Nachhaltigkeit ruft. Und es hat den blauen Engel, also das Umweltzeichen drauf. Und jo, deswegen, da kannst du nicht viel mit verkehrt machen. Und deswegen finde ich das sehr praktisch. Und das ist für mich auch so ziemlich das nachhaltigste Klopapier, was man bei DM findet. Deswegen, ich glaube, ich habe auch noch nie irgendwie etwas gefunden, was mehr diese positiven Vibes ausstrahlt. Okay, dann habe ich etwas gefunden, was ich super interessant fand. Und zwar verwende ich ja recht viele Slip-Einlagen, weil ich sie einfach brauche. Und da habe ich jetzt gesehen, dass Yessa auch so eine Nature-Reihe mit rausgebracht hat. Und zwar ist das dieses hier. Das sind einfach die Nature-Slip-Einlagen, ganz normale. Und ist jetzt nicht irgendwie Flexiform. Das heißt, es ist wirklich nur für Slips dann auch geeignet und nicht für Tangas oder so. Das hat mich einfach angesprochen, weil Slip-Einlagen brauche ich. Und ich weiß nicht, Oberfläche aus Bio-Baumwolle, luftdurchlässig ohne Folie. Auch das finde ich cool. Schutz vor Gerüchen, ne? Wenn das dann halt wirklich genauso schützt, wie das bei den normalen Slip-Einlagen der Fall ist, auch das ein Verbrauchsartikel bei mir, dann werde ich mir die auch definitiv immer in dieser Nature-Reihe nachkaufen. Ich meine, warum nicht, ne? Sieht auch irgendwie ziemlich hübsch aus mit den Blumis drauf und so. Deswegen, das finde ich ganz cool. Dann habe ich etwas gefunden und zwar von Sebamed. Das ist ein seifenfreies Waschstück. Das finde ich richtig cool. Also zum einen, Sebamed ist eine gute Marke, die halt auch einfach hautfreundlich ist. Und das hier ist eine medizinische Hautpflege auf Basis von Olivenöl und Phytosterolen. Und irgendwas stand da auch noch ohne Mikroplastik, ohne Kunststoffe. Auch das fand ich cool. Und dadurch, dass es halt auch in dem Sinne ohne Seife ist, hast du ja auch weniger Verschmutzung von und ohne Mikroplastik und so hast du weniger Verschmutzung von Grundwasser und dementsprechend finde ich das ganz ansprechend und damit kann man sich entweder duschen, also dass du das quasi als Hautreinigung nimmst oder als Händewaschstück oder als Gesichtswaschstück. Es riecht auch sehr, sehr angenehm hier tatsächlich und das wird auch direkt in meiner Anwendung wandern. Es soll halt auch milder zur Haut sein, dadurch, dass es eben seifenfrei ist, weil du dann halt weniger, ich glaube, Tenside hast, die deine Haut in dem Sinne ja irritieren könnten. Und ich habe aktuell irritierte Haut, deswegen finde ich das cool. Die riecht echt geil. Das muss ich wirklich sagen. Die riecht richtig, richtig gut. Und die fühlt sich auch nicht so ölig oder so an. Also die wird auf jeden Fall verwendet, getestet und reviewed, um das mal so zu sagen. Ja, dann habe ich etwas geholt, was ich mir gleich essen werde. Und zwar von DM Bio, die Honigwaffeln. Bio nach Öko-Verordnung aus biologischer Landwirtschaft. Ich finde biologische Landwirtschaft generell nachhaltig irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das halt definieren soll, aber ne, ich finde es halt lecker. Ich finde es nachhaltig. Und ja, was ich jetzt nicht so geil finde, Palmfett ist hier drin. Da weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht.
steht Palmfett drin. Ich glaube, das soll eigentlich nicht so gut sein, ne? Aber gut, ich finde die Verpackung auch jetzt nicht unbedingt nachhaltig, aber das ist jetzt ja auch so ein bisschen Test, ne? Das ist jetzt nicht nur, Claudi macht hier nur noch Öko, sondern es ist ein, was hat DM so zu bieten? Und das hier war halt eine Bio-Geschichte. Die Honigwaffeln mag ich richtig gerne. Die werden auch gleich zum Abendbrot gegessen und vernichtet. Haben nicht wenig Kalorien, aber sie sind lecker. Etwas für Sammy habe ich geholt, und zwar einen Adressanhänger von Dein Bestes. Das ist dieses hier. Naja, ne, warum nachhaltig? Mein Hund geht nicht verloren. Keine Ahnung. Das ist irgendwie für mich so ein bisschen diese Safe-Geschichte. Ist jetzt nicht unbedingt etwas Nachhaltiges, aber ich fand es irgendwie von der Idee her hier mit reinpassend und ich wollte sowieso mal sowas holen und dann habe ich das jetzt gemacht. Es kommt dann sein Halsband dran und ja, wenn er dann irgendwie vielleicht mal wegläuft oder so, dann kann jemand reingucken. Was ich aber auch sehr, sehr gut finde, ist zum Beispiel, wenn man seinen Hund bei Tasso registriert, das kostet ja nichts, ne? Haben wir auch gemacht. Ganz zu Anfang ist Sammy uns mal weggelaufen und ja, als wir das ein oder andere Mal versucht haben, ihn freilaufen zu lassen, ne? War ein kleiner Fail, aber da ist er dann halt zu Leuten gekommen und die Leute haben dann bei uns angerufen und Sammy ist wieder zu uns zurückgekommen. Das war total super und ja, deswegen. Jetzt hat er aber auch hier einen Adressanhänger. Weiß ich nicht. Fand ich gut. Gut, dann habe ich hier von AOK den Klarmacher Waschgel mit weißem Tee. Den hatte Alina Frühlingsrolina empfohlen. Der ist frei von Farbstoffen, Paraben und Mineralölen. Der ist vegan für Mischhaut und unreine Haut. Auch das fand ich super interessant. Das möchte ich auch mal ausprobieren. Ne? Das wird getestet. Jetzt habe ich halt zwei Gesichtspflegeprodukte, aber ist ja nicht schlimm. Die gehen wo weg. Mein Gesicht muss ja auch gereinigt werden. Apropos Reinigung, das haben wir auch gebraucht. Eieiei. Von Denk mit, das Spülmittel Ultra Nature. Genau, und das fand ich super, dass es die Nature-Reihe gibt, ne? Auch das wieder eine ganz charmante Geschichte. Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe, auch das hat den blauen Engel. EU-Eco-Label, ne? Sag's auch nicht nein zu, fand ich ganz gut. Und die Flasche ist aus 100% Recycling-Material, ne? Deswegen, das ist irgendwie so ein bisschen mit diesem Feeling mit dabei. Auch mein Freund darf an dieser ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte gerne mit teilnehmen und da habe ich von Seins ein Shampoo gekauft. Und zwar das Anti-Schuppen-Shampoo mit Minze, dreifach komplex, ohne Silikone und, ja gut, befreit das Haar nachhaltig von Schuppen. Okay, ja, ne? Und hier ist aber auch die Besonderheit, dass die Marke Seins diese unterstützt Plastic Bank. Und das ist irgendwas, dass man halt weniger Plastik hat, keine Ahnung. Gemeinsam für eine saubere Umwelt und soziales Engagement. Und die Flasche ist aus 94% Recyclingmaterial, ist hergestellt in Deutschland, es ist vegan, also dementsprechend, ne, ist es dann halt auch irgendwie ein sauberes Produkt. Das heißt, nicht nur die Verpackung sieht so weiß und rein aus, sondern es soll auch ein reines Produkt sein. Ja, riecht nach Shampoo, Männershampoo. Ja, auch Sammy darf an dieser ganzen Geschichte teilhaben und das ist jetzt ein etwas verrückteres Produkt und zwar irgendwann in diesem Universum werden wir ein Problem haben mit der Ernährung der Welt. Ich meine, das haben wir so oder so schon, weil wir sind hier in der ersten Welt und haben da nicht so die Probleme mit, aber man sieht es schon in anderen Ländern, in anderen Regionen, dass eben die Bevölkerung sich Fleisch nicht mehr leisten kann. Ich möchte nicht, dass mein Hund Vegetarier wird, auf gar keinen Fall. Also dieses ganze Veggie-Futter und so weiter passt nicht zu ihm. Allein vom Gebiss her, ein Hund ist kein Vegetarier, ist er nicht. Es ist ein Allesfresser. Es ist eigentlich eher sogar ein Fleischfresser. Genau. Und es gibt aber natürlich irgendwann die Möglichkeit, dass man auf andere Proteinquellen zurückgreifen kann. Und da ist eine ganz große Geschichte, das Insektenprotein. Und da gibt es hier von Insect Dog, nee, von... Weiß ich nicht. Wie heißt denn die Marke? Ist das Insect Dog? Nee. Das Futter heißt Insect Dog. Adult. Green Pet Food. Sensitive. Mit Insektenprotein und Reis. Ich bin sehr gespannt, wie Sammy das annehmen wird, wie er das findet. Also ich habe damals, als ich Hamster hatte, Zwerghamster, habe ich auch mal so Mehlwurm und sowas gegessen. Ne? Schmeckt Aloe ganz gut, kann man nichts zu sagen. Also ich bin sehr gespannt, wann dann dieser Umschwung kommt. Irgendwann werden wir nur noch Algen und Insekten essen. Gefühlt. Ja, das ist ohne Tierversuche. Das finde ich auch sehr, 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 sehr lobenswert. Ohne Zusatz von künstlichen Farbaroma und Konservierungsstoffen. Sehr gesund. Ohne Zusatz von gentechnisch veränderten Zutaten. 1A. Und ja, Insekten brauchen halt, hier, Insekten sind die Nachhaltigkeitssieger, denn sie brauchen halt weniger Fläche. Das stimmt, absolut. Also, sie haben weniger Treibhausgase, sie brauchen weniger Fläche, sie brauchen weniger Wasser. Es sind einfach...
nachhaltigere Geschichten. Also Insektenprotein kommt irgendwann, Leute. Stellen wir uns mal ein bisschen drauf ein. Jetzt habe ich etwas, ihr seht es ja auch immer wieder, ich habe hier so Lichter und Kerzen und so weiter im Hintergrund. Natürlich habe ich öfters auch Kerzen, die dann in, also große Kerzen, die halt in so Glasverpackungen sind. Aber wenn es so um Teelichter geht, hast du ja meistens diese Teelichter mit dieser Aluminiumverpackung drumherum. Und das ist etwas, was man wegschmeißt, wenn das Teelicht ausgebrannt ist. Finde ich schade. Und da habe ich gesehen, dass DM tatsächlich etwas herausgebracht hat. Und zwar nachfüllbare Teelichter. Und das ist das weniger Plastikmüll mit Systemgedöns. Nachhaltige Lichter original. Und ja, da hast du 18 Teelichter drin. Und bei 9 von diesen 18 Teelichtern hast du hier einen wiederverwendbaren Nachfüller. Ich hole das mal raus. Und zwar schaut es dann so aus, dass du hier, es ist Plastik, ne? Ich hatte erst gehofft, dass es Glas wäre, aber es ist wirklich Plastik. Aber du kannst da tatsächlich auch immer wieder neue Teelichter reinsetzen, ne? Und zum einen hast du das ja schon in dieser Verpackung hier mit drin, dass du hier dann ja schon 9 Solo-Teelichter so drin hast. Und dann habe ich auch noch mir ein Nachfüllpack an sich geholt. Das ist dieses hier, nachhaltige Teelichter zum Nachfüllen, genau, Brenndauer 6 Stunden, restloses Ausbrennen durch abgeschreckte Böden. Also das scheint auch dieses ganz aufregende Gedöns zu sein, ne? Denn du hast so diese etwas anderen Böden mit dabei. Und das finde ich echt spannend. Also ne, wenn du dadurch halt auch Müll sparen kannst, why not? Und hier habe ich dann wie viel Stück drin? 18 Stück sind hier auch mit drin. Genau. Jo. So, als nächstes habe ich, weil wir einen Kaffee-Vollautomaten haben, mir auch Vollautomaten-Kaffee geholt. Und zwar ist das der Early Bird Coffee. Der ist 100% klimaneutral, bio nach EG-Öko-Verordnung. Und ja, das sind halt die ganzen Bohnen. Und hier hinten steht drauf, Hello Good Life. Willkommen in der Welt von Early Bird Coffee. Mit dem Griff nach dieser Packung hast du alles richtig gemacht. Denn wir stehen mit ganzem Herzen für Qualität, Fairness und Genuss. Hier erfährst du alles über Herkunft, Anbau und Nachhaltigkeit unserer klimaneutralen Cafés. Also das ist dann auch nochmal so ein Klimaneutral-Siegel mit da drauf. Dann dieses Nicht-EU... Ne? Nicht-EU-Landwirtschaft.de Öko 039, keine Ahnung. Also da sind 5 Milliarden Siegel mit drauf. Und ja... Der war auch ganz schön teuer, wenn ich mal ehrlich bin. Und das soll halt so richtig Bio-Öko-Tüdelü-Kaffee sein. Hat DM im Sortiment. Ist lobenswert. Ja, auch etwas, was ich auch schon öfters gekauft habe, ist hier von Denk mit der Geschirrreiniger Nature. Ne? Das sind diese hier. Das müsste der mit, ja, mit wasserlöslicher Folie sein, genau. Das heißt, du hast da per se schon mal weniger Müll mit. Und ja, dann hast du halt eine kleinere Verpackung und irgendwie platzsparender, frei von Konservierungsstoffen, frei von Farbstoffen und parfümfrei, EU, Eco-Label, 1000 Label, frei von Parfümfarbstoffen, wasserlösliche Folie, abfallreduzierend, Karton mit 85% Recyclinganteil, kompakte Verpackungstechnik, abfallreduziert. Ja, genau. Ne? Deswegen, das finde ich ganz cool und auch in dem Sinne einfach mal so ein bisschen charmanter. Als nächstes habe ich hier etwas Aufregendes, Leute. Ich habe euch ja eben schon Slip-Einlagen gezeigt und sowas gibt es auch in einer ganz, ganz, ganz exklusiven Variante. Und zwar von Selena Care, eine waschbare Binde. Leute, die soll man tatsächlich während seiner Periode tragen können. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich werde euch das reviewen. Das heißt, ich werde es nicht mit Bildern machen. Das wäre ibar. Aber ich werde das auf jeden Fall erzählen, wie ich damit klargekommen bin. Ach so. Aufbewahrungsbeutel. Das ist ein Aufbewahrungsbeutel. Hä? Okay, ja gut, aber wofür brauche ich den? Das finde ich jetzt merkwürdig, aber gut. Da ist ein Aufbewahrungsbeutel mit dabei, ne? Mit, ja, kann man machen. So, halt. Zumachding. Umweltfreundliches, recycelfähiges Material. Waschbar bis 40 Grad. Hä? Aber nicht der Beutel, ne? Ich glaube, das bezieht sich eher auf diese Geschichte hier. Ei, ist aber riesig, das Vieh. Ja gut, ne? Das ist hier mit Druckknöpfen. Sehr spektakulär. Also es ist halt auf dieser Seite. Ist schwarz, ein bisschen schwierig jetzt zu zeigen tatsächlich. Auf dieser Seite hat das so Riefen, so Rillen, ne? Und das ist halt die Seite, die man dann quasi Richtung innen so trägt. So, und das kann man dann runterklappen, die Flügel. Es fühlt sich schon so an, als würde das aufnahmefähig sein. Aber es ist schon laut, ne? Ich werde es mal nachts ausprobieren. Gut, und dann kann man hier diese
Druckknöpfe theoretisch zumachen. Okay. Macht man da den Slip durch? Okay. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das finde, Leute. Aber ja, ich werde das auf jeden Fall mal austesten. Bin da echt gespannt drauf. Bei 30 Grad waschbar finde ich jetzt auch ein bisschen kritisch, weil sowas hätte ich am liebsten in der Kochwäsche oder bei 60 Grad oder so. Ne? Naja, du hast hier entsprechende Schichten von dem Material. Die ist mit Feuchtigkeitsweiterleitung, Geruchsprävention und antibakteriellem Schutz. Feuchtigkeitsaufnahme als nächste Schicht, Geruchsprävention und antibakterieller Schutz. Okay, dann kommt die nächste Schicht, atmungsaktiv, auslaufsicher. Das ist so eine Schutzmembran. Und dann kommt die äußerste Schicht, das ist ein hautfreundlicher Stoff. Ich bin super gespannt, wie das so funktioniert, Leute. Ne? Also ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn die nächsten Erdbeerwochentage kommen, es verwendet. Was soll's, ne? Also ich habe ja auch eine Menstruationstasse. Und die verwende ich ja schon. Das kann man auch bei DM übrigens kaufen. Habe ich jetzt nicht gekauft, weil ich habe eine und das wäre dämlich, noch eine zu kaufen. Meine Meinung, ne? Ich zeige euch meine nicht, weil die benutzt ist. Und die kommt aber auch von Amazon. Und nicht von DM. Ich fand es jetzt bekloppt, mir einfach Sachen zu kaufen, die ich einfach nicht brauche. Also ich habe jetzt nur Sachen gekauft, die ich brauche. Ne? Also die ich jetzt gerade verwenden möchte. Jo. Waschbare Binden sind eine nachhaltige Alternative zu Tampons, Einwegbinden und Menstruationstassen. Also das weiß ich nicht, ob das so viel aufnimmt, dass es wirklich eine Alternative zu einer Menstruationstasse oder einem Tampon ist. Binde oder Slipanlage kann ich mir vorstellen, aber... An leichten und mittleren Tagen ihrer Periode bietet sie ausreichend Schutz. Okay, leichte und mittlere Tage. Gut. Ja. An starken Tagen empfehlen wir zusätzlich eine Menstruationstasse oder Tampons zu verwenden. Okay, gut. Ich wollte schon sagen, weil wenn ich richtig mordsmäßig unterwegs bin, dann glaube ich nicht, dass ich mich damit wohlfühle. Wobei, stimmt, diese Tasche, die mit dabei ist, die kannst du dann sehr, sehr gut verwenden, wenn du halt unterwegs und dann ist das Ding voll und wohin damit? Aber ich kaufe mir ja meistens nicht irgendwie 5-6 Stück davon. Ne? Naja, ich werde die verwenden, wenn ich zu Hause bin. Es gibt auch von dieser Firma etwas Aufregendes, und zwar Menstruationsunterwäsche. Ich habe mir die Variante Hipster geholt. Das dürfte ja vom Stoff sehr ähnlich sein. Ich habe hier die Größe M, das ist die 38 bis 40. Ich weiß nicht, ob die passt oder ob die zu groß ist. Und hier ist es halt wirklich ja, das gleiche, ne? Gleiche Prinzip, die gleiche Oberfläche und so weiter. Und das ist halt, also ja, ich zeige euch jetzt Unterwäsche, Leute. Das ist aber ein großes Ding. Na, ich hoffe, dass die passt. Doch, wenn ich mir die so anhalte, ist jetzt nicht sexy oder so, ne? Ja gut, hier oben hast du eine Spitze, das ist schon ganz hübsch, ne? Also, da bin ich echt, das ist wie eine Windel. Aber dann hast du es halt echt die ganze Zeit in der Hose, ne? Und da, das ist halt für nachts eher, Leute. Das ist eher was für nachts. Denn du hast hier hinten am Poppes auch richtig so eine runde, große Fläche, wo du quasi mitarbeiten kannst. Ja, das ist für nachts. Das würde ich eher nachts tragen. Schwarz kann man echt schlecht in der Kamera zeigen, aber das ist hier so ein bisschen wie so ein atmungsaktiver Stoff von Sportkleidung, würde ich mal so sagen. Genau, und das andere ist halt wie so ein etwas dickerer Stoff von einer Unterbüchse. Hier außen dieses Material, das ist sehr, sehr glatt. Also, ja. Aber gut, das Ganze soll atmungsaktiv sein, Leute. Ne? Da bin ich sehr gespannt. Ne? Ja. Eine Unterwuchs, was soll's. Wird getestet, wird reviewed und deswegen bin ich sehr froh, dass da halt trotzdem irgendwie Verpackung mit dabei ist, weil dann kann ich da auch in meinem Aufgebraucht-Video mal drüber erzählen. Ja. Aber es hat schon was. Doch. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es sowas gibt, aber was ich halt ein bisschen blöd finde, ist, dass diese Dinger ganz schön teuer sind. Also das muss ich auch sagen, sowohl diese Einwegbinde als auch diese Hipster-Geschichte, ne? Das war nicht günstig. Das ist schon recht hochpreisig und das für einen Unterbüchsenkram habe ich, glaube ich, noch nie für eine Unterblinde bezahlt. Aber gut, ja. Dann habe ich hier, passend zum Klopapier, mir diese Box bestellt. Teilen macht glücklich. Das ist die Share-Box. Und die möchte ich gerne jetzt mal in diesem Video mit euch zusammen auspacken. Ja, das gab es zum Welternährungstag 2019. Und ich glaube, die war da gerade im Sale und dann habe ich mir die einfach auch mitgenommen. So schaut die Box aus, wenn man sie geöffnet hat. Da hast du einmal drin ein schwarzes Papier. Ein Info-Gedöns. Gemeinsam mit dir wollen wir in 10 Tagen 500.000 Portionen Essen spenden. Das ist ja freundlich. Am 16. Oktober 2019. Ja gut. Ja.
Der ist jetzt nun mal schon vorbei. Dann haben wir hier einmal drin Kirsche und Mandel. Jeder Riegel spendet eine Mahlzeit. Das finde ich echt charmant von der Marke, muss ich gestehen. Das ist einfach so ein Müsli-Riegel, der bestimmt gut schmeckt. Honig und Mandel, richtig geil. Ich gucke auch immer so ein bisschen auf diese MHDs, aber die sind noch bis... Der eine ist bis Mai, der andere bis August haltbar. Also die werden ruckzuck vernichtet werden. Dann habe ich hier, oh ja, lecker, Schoko und Meersalz. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Richtig geil. Eine Vollmilchtafel Schokolade, Schweizer Bio-Schokolade, Nom Nom. Jede Schokolade spendet eine Mahlzeit an einen Menschen in Not. Ich finde es echt freundlich, dass die sowas haben. Gut. Dann, oh lecker, Nussfruchtmix, Banane und Brezel. Das ist auch cool. Das muss aber bald gegessen werden. Oh, nee, das ist eigentlich schon abgelaufen. 7.2.2020. Huch, das wird aber ganz schnell gegessen, Leute. Ah, Traubenuss. Das ist lecker. Das mag ich gerne. Oh, yum. Ein Studi-Mix. Rhabarber und Apfel. Das ist cool. Dann sind hier noch so Sticker mit dabei. Ich bin einer von 500.000. Okay, ja. Das kann man sich dann irgendwo draufkleben. Ansonsten ist die Box leer. Ja, die Box hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen und die wird ganz schnell gegessen, weil ich mag essen. So, dann hat Catrice ins neue Sortiment etwas aufgenommen und zwar die Clean ID Reihe. Die ist ja schon so ein bisschen angelaufen letztes Jahr und jetzt wird die halt weiter ausgeweitet. Das war quasi so ein Testlauf, den die letztes Jahr gestartet haben. Ist wohl ganz gut angenommen worden, deswegen wurde das jetzt noch weiter groß gemacht. Und da habe ich hier den Clean ID Lip Balm mit 98% natürlichen Inhaltsstoffen. Das ist vegan mit Shea Butter, Kakaobutter und Macadamiaöl. Ja, und sowas hört sich doch für mich ganz positiv an. Lippenbalsamstifte finde ich auch immer ganz nett. Oh, und der riecht richtig gut. Und das ist halt so ein, ne, zum Rausdrehen. Doch, das finde ich auch ganz praktisch, das finde ich ganz cool. Das gefällt mir, ne, ne, ne. Ja. Wo wir schon bei Beauty sind, habe ich hier von Alverde eine Tuchmaske und zwar die Aqua Hydro Tuchmaske für normale und Mischhaut, zertifizierte Naturkosmetik. Für mich ist sowas nachhaltig, also alles, was irgendwie Naturkosmetik ist, ist für mich nachhaltig oder halt natürlich oder halt grüner oder cleaner. Ne? Das ist auf jeden Fall so natürlich. Ja, es ist auf jeden Fall eine Tuchmaske, was jetzt nicht unbedingt so nachhaltig ist. Auch diese Einmalanwendung ist auch nicht so nachhaltig. Dennoch ist es nachhaltiger als manch anderen Maske. So. Dann habe ich hier die Luvos Heilerde Anti-Pickel-Maske. Die finde ich großartig und die werde ich demnächst auch wieder verwenden. Und ja, das ist auch wieder ein veganes Produkt. Die kannst du für 1 bis 2 Anwendungen nehmen und deswegen, ja, fand ich die einfach ganz passend und habe die mit hier ins Video genommen. Als nächstes habe ich hier ein Produkt, was ich ziemlich spannend finde. Und zwar von Bulldog. Hautpflege für Männer. Original Bambusrasierer. Das ist dieser hier. Der hat einen Bambusstiel, Leute. Und die Verpackung ist halt auch so aus Pappe. Das ist so ultra cool. Richtig, richtig cool. Richtig cool. Richtig cool. Ich will ihn mir angucken. Kann man den... Eine recycelbare Verpackung, das finde ich echt nice. 5-mal schneidige Klingen, flexibler Kopf und Klingen aus gehärtetem Stahl für eine glatte und angenehme Rasur. Der ist eigentlich für mich, ne? Also der ist nicht für meinen Freund. Denn ich benutze gerne Männerrasierer. Hier steht, dass man das hier aufmachen soll, aber es geht nicht auf. Ja gut, daran muss man noch feilen, ne? Zum einen an meinen Auspackkünsten und zum anderen an der Materialverarbeitung. Sie so, oh Mann. Ich weiß das ganze Ding auseinander. Hier öffnen steht da. Ich kann dich aber nicht öffnen. Das geht nicht. Ich finde, der sieht echt genial aus. Also, ne? Finde ich aufregend. Ja, kannst du hier das Ding und dann hast du den Rasierer. Mega cool. Den werde ich verwenden. Der sieht auch irre geil aus. Ach Mensch, der gefällt mir. Und dann hast du halt noch eine Ersatzklinge mit dabei, ne? Jo. Original Bambusrasierer. Das ist echt neu. Dann habe ich etwas gefunden und zwar hat mich jemand darauf verlinkt und deswegen habe ich mir das geholt von Garnier Fructis. Das ist dieses hier, Shampoo und Spülung. Das musste einfach mit, weil ich ja auch diese Haarkur so gerne mag, das Hair Food. Ich habe mir das jetzt in der Richtung Aloe Vera geholt, weil ich glaube, einen Tag vorher mit der lieben Vanessa geschrieben habe und dann
bin ich halt wieder dem Aloe Vera Wahn verfallen. Mrs. Rosa Rot folgt dir auf jeden Fall, eine coole Frau. Die steht halt irre auf Aloe Vera, deswegen habe ich mir das geholt. Das ist 98% Mixtur aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und Wasser für normales bis trockenes Haar, vegan, recycelbare Plastikflasche, ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl. Das ist der Wahnsinn, ne? Jeweils 350 Milliliter. Und deswegen, und hier steht das alles nochmal genau aufgelistet. Das finde ich so, so geil. Von den Inhaltsstoffen her, das habe ich noch nie gesehen, dass etwas so detailliert erklärt ist, dass jeder verstehen kann, was diese Inhaltsstoffen bedeuten, weil das einfach hier geschrieben steht. Diese Flasche hat mehr als ein Leben, sie ist zu 100% recycelbar und besteht zu 50% aus recyceltem Plastik, um dabei zu helfen, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu verringern. Nett! Wirklich nett! Und es riecht echt angenehm. Doch, du riechst halt diesen Aloe Vera Duft so ein bisschen, ne? Ich freue mich. Das ist schon irgendwie ziemlich geil. So, dann habe ich hier von Profissimo Nature ein Geschenkband-Set mir geholt. Es ist auch wieder dieses Nature-Gedöns, ne? Ich sag so oft, ne? Tut mir leid. Das sind halt natürliche Produkte. Koralle, Wollschnur, Tropical. Das sind die Farben. Aber was ist hier natürlich dran? Geschenkbänder Tropical und Koralle aus 100% Recycling-Material aus Kunststoffgetränkeflaschen. Genau, das war das. Hatte ich auf der Homepage auch nämlich nachgelesen. Wollschnur aus nachwachsender und kompostierbarer Jute bzw. Wolle. Spule aus 100% Recycling-Material. Und das tut einem doch gut, ne? Leider war dieses recycelte Geschenkpapier in dem Moment ausverkauft, wo ich diesen Einkauf getätigt habe. Sonst hätte ich das auch noch mit reingenommen. Ja, es ist einfach schön. Es wird immer so viel geschimpft, wenn man Geschenkpapier verwendet. Ich habe auch eine Freundin, die sehr darauf achtet mit dieser ganzen Nachhaltigkeit. Und sie wird auch wahrscheinlich dieses Video schauen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und deswegen kann ich ihr jetzt auch in Zukunft Geschenke verpacken. So, ich brauchte tatsächlich Bildschirmreinigungstücher bzw. Bildschirm, irgendwas, um meinen Laptop sauber zu machen. Der sieht aus wie Sau, Leute. Und da habe ich gesehen, dass Polyboy auch nachhaltig zertifiziert ist. Fand ich cool. Und da gab es Bildschirmfeuchttücher, Clever Care, schnell und streifenfrei. Das ist das. Fand ich extrem interessant. Und das ist alles cool. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Tuch entschieden haben, dessen Zellulose aus 100% zertifizierter Faser besteht. PEFC steht für eine vorbildliche und verantwortungsvolle Waldwirtschaft, die strengen internationalen Richtlinien unterliegt. Ja, ne? Fand ich gut. Fand ich einfach gut. So, und da macht man dann einfach noch mit einem etwas besseren Gefühl sein Bildchen sauber. Oder sein Laptop oder alles. So, und das letzte Produkt, was ich hier habe, ist etwas, was wir auch einfach irgendwie mal brauchten. Das sind so Viecher, um den Abfluss zu reinigen. Ich habe einfach lange Haare und wenn die dann halt in den Abfluss kommen, dann musst du irgendwann mal den Abfluss sauber machen. Da kannst du Kram reinkippen, kannst aber auch so ein Viech verwenden. Das ist ein Twist-Out, der ökologische Abflussstab. Im Handumdrehen schnell, effizient, nachhaltig, Green Product Award Selection 2018. Und hier siehst du auch, was das ist. Das ist halt so ein ganz, ganz langer Stab, beziehungsweise mehrere davon, die halt auch so getwistet sind. Das heißt, wenn du die halt in deinen Abfluss reinhältst und dann entsprechend drehst, ne, das kannst du halt in den Abfluss reinstecken, dann drehst du das ein bisschen und dann verfangen sich wahrscheinlich diese Haare einfach viel besser in diesem Twisted Vieh. Und das werde ich heute Abend direkt ausprobieren und kann dann hier mal reinschreiben, ob es funktioniert hat. Ne? Und dann soll einfach dieser Propfen an Haaren, gut, meine sind blond und nicht schwarz, aber ne, rausgehen. Das wäre schon ziemlich cool. Und dadurch, dass du hier halt so Stäbe hast, ist das Ganze auch irgendwie natürlicher. Und wenn du es wegschmeißt, dann auch biologisch abbaubar. Und ja, ökologisch und grün. Claudi macht sich das Leben schön. Ich hoffe, dass ich bei den Produkten, die ich hier ausgewählt habe, auch tatsächlich reine Produkte ausgewählt habe. Du kannst mir gerne aber dazu deine Meinung unten in die Kommentare schreiben. Lass uns da gerne einfach mal austauschen, denn wenn jeder auch nur ein kleines Stück die Welt verbessert, dann wird sie insgesamt viel, viel besser. Meine Meinung. Ne? Ich muss jetzt nicht mein komplettes Leben ändern, aber ich möchte schon versuchen, dass ich irgendwie so ein Stück weit manche Dinge in meinem Leben umstellen kann, die ich auch bereit bin, kurzfristig umzustellen und ja, einfach so seinen kleinen Beitrag dazu leistet. Ja, das hier wäre auf jeden Fall dieses Video ist allein mein Beitrag schon mal so ein bisschen, weil ich vielleicht euch auch so ein bisschen dazu animieren kann, umzusteigen oder auch mal drüber nachzudenken und das ein oder andere vielleicht einfach mal auszuprobieren.
Ich probiere jetzt einiges aus, wie ihr gesehen habt. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich von Herzen ernsthaft mega krass doll viel drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!